Wohin werden die kollektiven Entscheidungen unter dem Druck der Verhältnisse laufen? Es ist im Moment sehr gut zu sehen, dass wir die Einzelfallsituation bei den Steuern werden wir übersetzen in eine Art große Totaltransparenz im Bereich der Steuern. Ich vermute, dass sich die Leute, die in der Politik tätig sind, einem enormen Transparenzregime werden unterwerfen müssen, wenn sie nicht dauernd irgendwelchen Verdächtigungen ausgesetzt sein wollen. Wir werden im persönlichen Bereich uns weitgehend transparent outen müssen. Und ein Staat, der Probleme hat, für alle Menschen ein menschenwürdiges Dasein zu organisieren, weil die Geldmittel fehlen, wird versuchen, das Medizinsystem preiswert zu organisieren. Und das bedeutet wiederum, man wird vom Menschen erwarten, dass er seinen Beitrag bringt. Er muss zur Disziplinmaschine werden. Er darf all das nicht tun, was ungesund ist. Man wird ihm abverlangen, dass er das nicht tut. Sonst muss er viel höhere Beiträge zahlen, die er dann wieder nicht zahlen kann. Also wir werden x Argumente haben, warum wir einen wahnsinnigen Druck ausüben, dass Menschen sich in einer bestimmten Weise verhalten müssen, wenn sie denn in dem System mitgetragen werden wollen. Und da dürfen wir eben nicht rauchen und wir dürfen kein Fett essen und wir müssen jeden Tag auf die Strecke und so weiter und so fort. Und wer das alles nicht tut und wer seinem App nicht gehorcht und so weiter, der wird seine Strafen zahlen müssen, weil das die Methode ist, wie die Politik bei wenig verfügbaren Mitteln immer noch jedem erklären kann, er bekäme alles. Und wenn er es nicht bekommt, ist er aber selber schuld. Und er ist eben selber schuld, weil er in der Disziplinmaschine das Nötige nicht getan hat. Er ist selber schuld. Weil das alles so ist und weil der Mensch so reagiert, werden wir uns kollektiv wahrscheinlich in diese Richtung bewegen. Das müsste nicht sein. Wir könnten natürlich eine ganz andere Welt bauen, eine ökologisch-sozial balancierte Welt, die auf einem ausreichend hohen Wohlstandsniveau gar nicht mehr die Notwendigkeit hat, dauernd Innovationen hervorzubringen und uns als Disziplinmaschine einzuspannen, immer noch diesen Prozess zu beschleunigen, wie Hamster im Rad. Wir können auf einem ausreichenden Niveau, können wir an die Wiederentdeckung der Langsamkeit gehen. Aber das ist ein Prozess, der muss global abgestimmt sein. Und die Situation haben wir heute nicht. Und solange die Unterschiede zu groß sind, kommen wir auf keinen Fall zu dieser Abstimmung. Und es gibt ein Interesse daran, dass wir nicht zu dieser Abstimmung kommen und die Unterschiede genügend groß sind. Das heißt, die Menschheit ist im Moment in einem schwierigen Spiel, in Anführungsstrichen, um die zukünftige Organisation. Wird das eine balancierte Welt? Dann wird sie langsamer, dann wird sie friedlicher. Dann wird sie auch nicht so viel Neues mehr hervorbringen, wenn wir denn mal diese Balance in 40, 50 Jahren haben. Oder ist das eine Zweiklassengesellschaft in der Konkurrenz bestimmter Akteure, mit einer Technik getrieben, die insbesondere dazu dient, die große Mehrheit der Menschen, die in einer eher schlechten Lebenssituation sind, einerseits zu kontrollieren und andererseits zufriedenzustellen? Wir könnten wieder ins alte Rom gehen, wir haben Brot und Spiele, wir werden uns schon irgendwas ausdenken, Nervennetze ruhig zu stellen, wir werden uns was ausdenken, Nervennetze glücklich zu machen, irgendwas, was nicht viel kostet, nicht viel Ressourcen verbraucht, und wir werden das mit einer Disziplinmaschine koppeln, und das ist der Weg, den wir im Moment gehen.